So Leute, ja, das ist wirklich keine Verarsche. Wir sind wirklich zurück in Luigi's Mansion. Es gibt wirklich ein Part 13, denn nun können wir zur versteckten Villa gehen. Aber die mache ich nicht alleine. Die versteckte Villa. Bei der versteckten Villa habe ich immer einen Gast dabei. Heute ist mein Gast Sub-Zero-007 dabei. So, ja, und ihr seht, wir haben ja einen Stern. Und ihr werdet gleich sehen, gleich ging, wir springen erstmal mit dem Tod. Ich lese hier jetzt nichts mehr vor, das ist alles das gleiche wie in der normalen Villa. Also lese ich hier nichts vor. Bla bla bla, das kennen wir alles. Ja, das kenne ich doch alles. Ja, ist heute wieder rum. Ja, die Texte sind alle die gleichen, weil da lese ich die nicht mehr vor. So, und jetzt haben wir hier wieder Licht, so bla bla bla, okay. Ja, wir können jetzt hier speichern, wenn wir Lust haben, aber bla bla bla, okay, es geht weiter. So, ihr werdet gleich was merken, und zwar seht ihr, wow, die Tür ist auf einmal auf dieser Seite statt auf der, ja, denn diese Villa ist spiegelverkehrt. Und ihr werdet dann gleich noch was merken. Erstmal gehen wir hier in den Blumenraum rein. Ja, hier ist auch wieder Geld. Das sammeln wir alles ein. So. Noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Wie gesagt, erstmal Geld einsammeln. Okay, ist nichts drinne. Das sind diese Lampe drinne. Ja, ein Goldbarren. Danke. Jetzt müssen wir auch wieder hier die Kerzen ausmachen. Ja, kennen wir. Ja. Ist ja nichts Neues. Ja, Mann, das kennen wir alles. Könnt's mal fertig sein, ich will nicht weitermachen und gleich weiter erklären. Wie langweilig. So, jetzt. Und statt, dass es drei von diesen Geistern gibt. Oh, Mann, ich leuchte ihn dann schon die ganze Zeit an. Ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. So, jetzt. Oh, LMD. Komm her. Alter, warum haut er jetzt ab? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich geil. So, jetzt. Und da haben wir den ersten. Na, werdet gleich sehen, was ihr gleich dort. Und jetzt ist ja noch so ein lilaner Geist. Ja, dass es drei von diesen anderen Geistern sind. Den gleichen. Aber es waren immer noch nicht alle. Und jetzt kommt noch so einer dazu. Ist das nicht ein Wasserelementgeist? Nein, das war ein ganz normaler blauer Geist. Ach so. So. So, haben wir auch einen Schlüssel jetzt. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir wieder hier rein. So. Ja, es sind ja noch Mäuse in dem Raum. Ich glaube, die waren letztes Mal auch noch nicht da. Einen haben wir. Haben wir erstmal die Mäuse hier ein. Was ist an Aua, aua. So. Super Tantalus, kann es auch sein, dass Luigis Mütze spiegelverkehrt ist? Keine Ahnung, habe ich jetzt. Achte ich jetzt gerade nicht so wirklich drauf. So, und auch den haben wir. Ja, und ihr seht, wir haben schon richtig viel Schaden in dieser Villa jetzt. Dreh den Luigi mal um. Siehst du das? Ja. So, weiter geht's. Hau ab, du blöder Pilz. So, und weiter geht's. Guck, was haben wir denn jetzt hier für Geister? Na, kommt. Wird doch wohl verarschen, oder?
Soll ich wieder einen Geldgeist? Den haben wir jetzt auch. Danke. Mich gerne an mich. So. Guck, wie viel Geld. Warum sagst du eigentlich nichts? Da halt mal ein bisschen die Leute. Okay. Tja, was soll ich so sagen? Luigi ist in einer neuen Villa. Neue Villa gekauft. Eben gleiche, im Spiegel verkehrt. Und auf jeden Fall finde ich eine Sache richtig geil an Luigi. Wenn er Mario ruft, schreit er sogar. Ruf mal Mario, Super Tante Luz. Das ist nicht geil. Mein Gott, auch noch Wirkgeister. Was sind Wirkgeister nochmal? Die einen packen. Sind das nicht Klammergeister? Ja, oder Klammergeister kann man auch sagen. Oh, gut, so ist es. So, jetzt haben wir auch den schwulen Sack. Aber immer noch nicht alle. Ah, lass mal los. Das war doch mal endgeil gerade. Ja. Bis wie viele Sterne können eigentlich da unten stehen? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Na, verdammt. Na, kommt. So, den haben wir auch. Ja, ihr seht schon, wir haben schon richtig wenig Leben, oder? Ist das ja. Ein bisschen geil? Ich finde das relativ seltsam. Wir haben einen Schlüssel. So, gehen wir jetzt wieder hier hoch und sprechen mit diesem dummen Tort. Ja. Okay, danke, ja. Ach ja. Ja, ich spreche hier ganz kurz mal ab. Blablabla. Nichts Wichtiges, was man braucht, außer den Speicherpoint. Ja, kannst du laut sagen. Speicherpoint! Einfach nochmal hier nach, ob jetzt wieder neues Geld drin ist. Oh nö. Langsam nerven echt diese Pilze hier. Ja. Giftpilz. Was ist da drin? Ein Haufen Scheiße. Hast du den an dich genommen? Nein, den Giftpilz doch nicht. Ich meine den Haufen Scheiße. Nein. Zum Glück. Schon wieder nur ein Kackgiftpilz raus hier. So. Ja. Deshalb bin ich wieder Professor Igitsu. Bla. Ich wusste das schon. Also wenn ich Luigi wäre, würde ich mich freuen, wenn es einen Cheatcode gäbe, der hieße Selbstmord. Warum? Denn Igit labert einen so voll, dass man echt nur Selbstmord machen kann bei ihm. Ja. So und weiter. Ich verstehe nicht, wie das Luigi sich reinziehen kann. Jetzt kommt doch gleich schon mal der erste Gemäldegeist. Das Scheißbuch haben wir. Was war das denn für ein Buch? Das Buch der tausend Flüche. Klopfen wir an den Stuhl, das ist der Gelbgeist. Alter, bin ich reich. Das ist gar nichts, du hast gerade mal nur 1 Million gewonnen. Und schon wieder. Ein Diamanten. Na gut, ich war schon mal reicher. Halt's Maul. Hier ist aber auch wieder der Käse. Ja, da ist er doch. Schon wieder Geld. Alter, ich will mal so reich. Jetzt hast du wieder ein Kristall gefunden. Ja, das ist ja auch so, da versteckt wieder, da gibt es mehr Geld als in der normalen. Ja, wundert mich.
So, jetzt kommen wir wieder um diesen dummen Gemäldegeist. Na komm, mach endlich. Jetzt. So, jetzt den haben wir. Oh, beim ersten Versuch schon. Ja. Und lauter Perlen. Wieder einen Schlüssel. Was glaubst du, wie viel kriegt man für die Perlen? Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir hier weiter. Und jetzt hier hoch. Also ich und Super Tantalus kann euch versprechen, es wird locker 24 noch Parts noch geben, wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Kann es vorkommen. Wenn nicht, dann irgendwas mit der 20er Grenze. Aber mehr, wenn dann schon nicht. Ja, kann sein. Ich kann es ja selber noch nicht so genau sagen. Aber das ist der mit dir gerade über. Scheiße, ist egal, machen wir einfach den gewählte Geist. So, und jetzt haben wir dich. Da haben wir die große Perle. Das fängt schon mal gut an. Gut, gerade Luigi im Spiegel sehen. So. Na komm, da ist doch auch Geld drin, ne? Ah, so geht's am besten. Ja, 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 schneller, schneller. Ja, es sind nur ein paar Scheine, aber trotzdem. Okay, das war's. Was soll man sagen? Geld regiert die Welt. Ja. Oh nein, ist es das, was ich glaube? Ja, es ist das Bild. Das machen wir erst im nächsten Part. Zum Glück. Ja. Komm, Luigi. Weiter laufen wir, Luigi. So, runter. Ja, da hatte ich mir tot, bitte. Aber mit Speichern, ja. So, Leute, das war unsere kleine Einführung zu Let's Play Luigi's Mansion Versteckte Villa. Wir würden uns über einen Daumen hoch freuen. Abonniert. Also abonnieren nicht vergessen. Und schreibt bitte einen Kommentar. Luigi sagt für euch leider nochmal. Oder sagt, er sagt nochmal für euch gerne. Okay, Luigi, sag's nicht zu oft. Die Zuschauer schlafen noch ein wegen dir. Ciao!